Moin Leute, ihr dachtet Briefkästen sind für die Poster, um Postkarten oder Liebesbriefe vom Urlaubsflirt aus Kala Rajata zu halten? Ja, okay, das mit den Liebesbriefen streichen wir wieder aus. Sowas macht keiner mehr. Das ist ja so 2003. Aber wusstet ihr, dass man Briefkästen heutzutage zum Steuern sparen oder Geldwaschen nutzen kann? Krasser Shit, wa? Wenn ihr wissen wollt, wie dieser Briefkasten-Hack funktioniert, dann bleibt dran. Das Ganze ist eigentlich ziemlich simpel. Es geht hauptsächlich um die Lage des Briefkastens. Am besten steht der Briefkasten bei sonnigem Wetter, türkisblauem Wasser und kühlen Cocktails in der Karibik. Zum Beispiel auf den Cayman oder den British Virgin Islands. Panama geht selbstverständlich auch. So macht der Name Offshore-Firma auch Sinn. Die geplante Location haben wir jetzt. Nun geht es darum, dort einen Briefkasten zu errichten, der etwas mehr kann als ein normaler, auch wenn er gleich ausschaut. Um das zu tun, nimmt man Kontakt zu einer Bank auf. Diese kontaktiert dann einen Anbieter solcher Scheinfirmen, zum Beispiel die Kanzlei Mossack Fonseca, welche durch die Panama Papers bekannt geworden ist. Diese kümmert sich um alles Weitere. Sie gründen die Briefkastenfirma mit dem dazugehörigen Briefkasten. Zudem wird ein Scheindirektor eingestellt, der die Verwaltung übernimmt. Er unterzeichnet zum Beispiel alle Verträge, nachdem er den Auftrag der Eigentümer erhalten hat. Dabei kann ein Scheindirektor schnell für hunderte oder tausende Firmen zuständig sein. Um Vermögen und Geschäfte noch besser zu verschleiern, werden über die Briefkastenfirmen oft noch Gesellschaften, sogenannte Stiftungen, gegründet. Folge: Die heimischen Behörden haben keine Ahnung, was da in der Karibik passiert. Der Begünstigte bleibt anonym, er versteckt sich im Schatten des Scheindirektors. Aber über eine Bankkarte und den Kontakt zum Scheindirektor hat er trotzdem volle Kontrolle über Vermögen und Transaktionen. Das Finanzamt bekommt von den Offshore-Geschäften nichts mit. Ist das illegal? Schauen wir uns ein Beispiel an. Oliver hat eine Wurstfabrik. Er arbeitet hart und verdient mit seinen Würstchen gutes Geld. Zudem ist er geschickt mit Aktiengeschäften und vermehrt so sein Vermögen. In Deutschland muss er deshalb hohe Steuern zahlen. Das gefällt Olli aber gar nicht. Leider kann er sein Geld jetzt auch nicht mehr so leicht auf einem Schweizer Bankkonto verstecken. Also ab in die Karibik. Hier lässt er eine Briefkastenfirma gründen und ein netter Scheindirektor verwaltet den ganzen Bums. Angenommen, der Briefkasten steht in Panama, dann muss Olli jetzt nur noch eine Steuerpauschale von ca. $300 zahlen. Egal wie groß das Vermögen ist. Das nenne ich mal eine geile Steuerpolitik. Jetzt zur Frage Legalität. Das Ganze ist völlig legal, wenn Olli die Steuergewinne eliminiert, indem er in Deutschland sein Überseevermögen versteuert. Legal wäre es auch, wenn er dort seinen Wohnsitz hätte. Aber nur ein Briefkasten reicht nicht aus. Er müsste sein Offshore-Geschäft dem Finanzamt anzeigen und dafür Steuern zahlen. Sonst ist es illegal. Aber das stört die wenigsten Reichen, die ihr Geld in Scheinfirmen verstecken. Schön die Rahmenbedingungen der Industriestaaten nutzen und davon persönlich profitieren. Aber dann ja, nicht zurückzahlen. Hashtag nur nehmen statt geben. Aber man kann so nicht nur Steuern hinterziehen. Es sind noch viel mehr Dinge möglich, die wohl vor allem zwielichtige Gestalten nutzen. Zum Beispiel können Briefkastenfirmen genutzt werden, um das tatsächliche Vermögen zu tarnen. Das kann nicht nur im Scheidungskrieg helfen, sondern hilft auch dem ein oder anderen Machthaber, der so sein angehäuftes Vermögen zum Beispiel vor einem bevorstehenden Putsch schützen kann. Weiter kann er Geschäfte verheimlichen, auch verbotene Geschäfte wie Waffenhandel. Oder die Offshore-Firmen werden genutzt, um Warenembargos und Finanzsanktionen zu umgehen. So sind Briefkastenfirmen eine Möglichkeit für Nordkorea, Waffen zu kaufen oder waren es in Vergangenheit für den Iran, um Öl auf den Markt zu bringen. Gerade für Kriminelle sind diese Offshore-Strukturen eine super Sache. Deshalb nutzen Drogenchefs und Mafia-Bosse Briefkastenfirmen nicht nur, um Geschäfte zu tarnen, sondern auch, um Geld zu waschen. Auch wenn es legale Verwendungen für Briefkastenfirmen gibt, das Handeln der meisten Eigentümer ist wohl mindestens moralisch fragwürdig. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, dann nutzt einfach die Suchzeile und sucht nach den Themen, die euch interessieren. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Video, also Leute, haut rein und bis gleich.